Genau. Wir kommen hier mit dem i5 von den Russen. Also aus der Z-Union. Wir machen uns hier auf den Weg. Achso, okay. Wer ist die Map? Tor zum Meer. Genau. Da sind wir heute mit dem i5. Bisher eben. Oh, da hat schon erst ein paar Punkte. Ach du Scheiße. Hier, also, die holen ja richtig die Punkte auf immer schon vom Anfang an. Frage ich mich, wie das geht, weil wir haben noch nie mal hier irgendwo ein Flugzeug, das wir abschießen können. Jetzt spawnen langsam die Flugzeuge. Und jetzt können wir uns auch langsam überlegen, wo wir angreifen, wie wir angreifen und wie wir Punkte besorgen. So. Ich würde mal sagen, ich mache mal ein bisschen die Flugabwehr hier ein bisschen platt. Oh. War's das? Oh, das war's. Problem ist ein bisschen, dass ich hier keine Bomben habe. Ich hätte, glaube ich, hier welche einbauen können. Aber wenn sie sich natürlich so ein rascher Zucker, der möchte natürlich die Runde beginnen. Oh, da sind sie. Da ist einer. Den kriegen wir natürlich locker hin. Denke ich mal, hoffe ich mal. Jetzt sein Flügel beschädigt und mein. Komm, Baby, Baby, ich gib's dir. Da war dein Motor defekt und jetzt bist du weg. So, dann stürzt dann nichts ab. Hier kommt. Oh, wir haben was übernommen. Heißt aber, wir müssen ja auch irgendwie beschützen nebenbei. Ich habe den jetzt hier im Blickfeld. Genau. Der hat mich jetzt auch. Ich bin einer, der als letztes irgendwie wegzieht. Ich bin immer einer, der relativ lange auf dem Kurs bleibt. Ich möchte nicht, dass die anderen gewinnen. Genau. Und das geht ja auch mal mein Leben dafür. Ich muss mal sagen, mit dem bin ich auch ein bisschen besser hier unterwegs. Wir fliegen mal hier rüber. Ist noch ein nicht erobertes Gebiet. Und gucken wir mal, was wir hier machen. Ich bin jetzt schon bei 2000 Punkte. Oh, freut mich. Schade, dass man keine Kills und das sieht. Da würde ich, glaube ich, hier relativ gut abschneiden mit der KD. Wäre schon ziemlich nett. So. Jetzt geht's los. Ab in den Krieg. Da hat, glaube ich, jemand Bomben geworfen. Ist jetzt die Frage, an wen werde ich mich jetzt... Der kommt mir entgegen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, mich an eine KI ranzuhängen, anstatt einen richtigen Gegner. Der hat mich ganz schön erwischt. Vom Luftverteidigungs... Achso. Ja, das ist also die KI, Luftverteidigungsflugzeug. Also kein richtiger Gegner. Das ist dann die KI. Wir müssen mal gucken. Also es ist schon... Ja, im Moment noch relativ ausgeglichen. Gefällt mir. Aber wir müssen jetzt versuchen, dass wir hier den... Flugplatz sehen. Was, irgendwas muss man noch übernehmen, weil sonst sieht es ein bisschen mistig aus mit unseren Punkten. Das heißt, wir fliegen jetzt an einen anderen Punkt und versuchen dort irgendwas zu machen. Also nicht nur für meine Punkte sieht das mies aus, sondern für auch die Punkte, die das Team erringt. Genau. Im Moment ist es auch ein bisschen mies auf meinem Kanal. Da gibt es nicht darauf Videos, beziehungsweise manchmal vergesse ich die freizuschalten. Oder falsch zu schalten zu lassen. Obwohl, hier ist doch einer. Ah, da direkt vor mir. Das ist unser Gebiet hier. Du Kunde. Oh, das ist jetzt ihr Gebiet. Du Kunde.
Aber da mache ich mir jetzt keine Gedanken. Das Gebiet ist aber für 14 Sekunden gesperrt. Ich bin gespannt, wenn das freigegeben ist, ob wir hier Chancen haben, das zu übernehmen. Erstmal vielleicht die Gegner weg. Wrecken. So. Alle Positionen wurden vom Gegner erobert. Wir müssen das Ruder noch herumreißen. Oh. Oh. Oh, das ist natürlich sehr schlecht. Ich weiß nicht, wo ich hinfliegen soll. Ui, da kommt einer. Da kommt einer. Ui, schnell Fliege umreißen. Geht doch. Ist er tot? Nee. Ich hab gedacht, ich hab den erwischt. Junge, das bringt nichts. Wir drehen noch beide um. Jetzt schon? Haben Sie verstanden? Sie haben uns bald. Ja, ich weiß, wir haben überhaupt keine Rettung hier mehr. Wir können gar nichts machen. Außer unsere eigenen Punkte zu sammeln. Oh, ei. Also die Runde ist vorbei. Das ist. Achtung, ziehen Sie sich zurück und gruppieren Sie sich. Alter! 132 zu 800. What the fuck? 6 Minuten gerade mal. Alter! Das gibt's nie. Wir sind Runden. Das tut ja ihn richtig weh. Na Judy, da würde ich sagen, wenn euch der ganze Podcast gefallen hat, gebt mir noch einen Moment einen Daumen unten, schreibt mir einen Kommentar, wenn ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Sagt ihr mir so ein Wort. Ciao, ciao. Obwohl, wir haben noch Versorgungsdienste hier, Pakete zu öffnen. Die, also vier Versorgungs... Achso, nee, wir haben vier Wertmarken. Achso, genau. Aha. Ne gut. Dann bis zum nächsten Mal. Sagt euch, Menzi. Ciao.